Ja, guten Abend zusammen. Wir sind heute Abend sehr gerne nach Karlsruhe gekommen, vor allem wenn wir die vielen jungen Leute sehen, die hier sind. Unser Spenderklientel, das ist im Prinzip ein älteres Publikum. Also älter wie mir. Wir sind von der Christophorushilfe, wir sind dort ehrenamtlich im Vorstand tätig und sammeln Spenden für das Kinderzentrum Maulbronn. Das Kinderzentrum Maulbronn, was die machen, haben wir nachher einen kleinen Filmbeitrag mitgebracht. Wir sind im letzten Jahr 40 Jahre alt gewesen. Das Kinderzentrum Maulbronn ist kein staatliches oder kommunales Krankenhaus. Das ist ein Krankenhaus, das im Prinzip jetzt vor 50 Jahren einen Start bringt mit der Gründung Verein Kinderzentrum Maulbronn und damals sich zum Ziel gesetzt hat, Spastikern, behinderten Kindern zu helfen und für die ein Krankenhaus oder einen Ort zu finden. Und zu dieser Zeit war das alte Kreiskrankenhaus in Maulbronn leer, weil ein neues gebaut wurde, ein Mühlager. Und dann hat auch ein Arzt, den wir hatten, und der in der Familie behindertes Kind hat, das initiiert. Also wir haben den Verein Kinderzentrum Maulbronn und der ist Träger oder Mehrheitsgesellschafter der gemeinnützigen Klinik. Die Klinik behandelt alle Schweregrade von Behinderungen, kranken Kindern, geistig, seelisch, physisch. Wir haben im Jahr in etwa 6.000 Patienten in der Ambulanz und 500 bis 600 im stationären Bereich. Aber die Vergütungen der Krankenkasse reichen nicht aus, um die Investitionen in Gebäude, in Klinikausstattung zu finanzieren. Seit Anfang an sammeln wir Spenden. Vor 50 Jahren hat es begonnen, auch mit einem Verein. Die Christophorushilfe, der Förderverein, wurde 1972 gegründet zum Spendesammler und vor 40 Jahren ging dann das Kinderzentrum an den Start. Was dort gemacht wird, wie gesagt, sehen Sie dann in dem Filmbeitrag. Wir haben im Moment große Projekte. Zum einen steht der Umbau des alten Klinikgebäudes an, Brandschutz, kostet ca. 10 Millionen Euro. Die Hälfte müssen wir über Spende finanzieren. Die Hälfte kommt vom Brandschutz. Also ursprünglich mal 4,5 Millionen kostet Voranschläge. Dann kam der Brandschutz, dann sind wir bei 9,5 Millionen. Und das sind alle Beträge, die bekommen wir letztendlich nicht finanziert, die müssen wir überspenden. Arbeiten, ja, das ist schon Arbeit. 5 Millionen ist schon Arbeit. Das sind gewaltige Beträge, die man erst vor drei Jahren den Klinikanbau erstellt hat, der 12 Millionen kostet, auch mal über 3 Millionen an Spende braucht. Und aber unser jährlicher Spendebedarf von der Klinik her, der liegt so bei 350.000 Euro, was wir an Spendemittel benötigen, ohne die große Sache, was wir hier haben. Aktuell steht neben dem Großumbau Klinikinformationssystem an, das sich über 2-3 Jahre zieht, da haben wir auch gesagt, über Spendefinanzierung einen Anteil von um die 300.000 Euro. Dann haben wir Therapiebad, das im letzten Jahr der Geistaufgeber hat, Pumpe, Wasserversorgung, die ganze Sache, das müssen wir instand setzen, runde 260.000 Euro, wollen wir aber so instand setzen, dass auch die Grundschüler vom Ort, von der Stadt Maulbronn hier wieder Schwimmunterricht nehmen können, dass sie schwimmen lernen. Aber dazu brauchen wir überall halt Spenden. Und wegen sind wir hier und werben. Aber eins fällt mir auch noch ein, wenn ich hier bin, ITs können Sie sich vorstellen. Ich bin seit einem Jahr im Ruhestand, ich komme von einer Bank, ich war früher bei einer Bank und war dort im Vorstand tätig. Und jetzt kommst du in so eine Kinderklinik und dann merkst du in der IT, da funktioniert im Prinzip, da wird ja immer nachgekauft, jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen was reingeschafft und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Also was brauchen wir letztendlich? Auch hier neue Technik. Auch hier sind Kosten bei über 240.000 Euro. Ich glaube, mit dem ersten Beratungsunternehmen haben wir uns verabschiedet, weil es nicht funktioniert hat. Und das sind alles Dinge, wo sie sich einarbeiten müssen und wo sie viel Geduld brauchen. Und das haben Banker so normalerweise gar nicht. Aber ich denke, einmal im Leben muss ich auch was Sinnvolles tun. Aus dem Grund, als Christophorushilfe in Kinderklinik, wenn sie die Augen von den Kindern sehen, es gibt unheimlich viel zurück. Und die andere Seite, sie sind jetzt alle jung, wenn man mit den Eltern sich unterhält, die sagen, naja, wissen Sie, wenn Sie ein behindertes Kind haben, ist es an sich schon problematisch. Aber das geht dann so weit, auch in die Ehe hinein,
wenn Sie sehen, jetzt, was wir haben, Migration, wie viele Kinder das da kommen, psychisch gestört sind. Wir können die Werbewartezeit von über 6 Monaten. Wir haben 220 Beschäftigte in der Klinik und die arbeiten wirklich von morgens bis abends, um behinderte Kinder, sage ich mal, weiterhelfen zu können. Auch die ganze Familie, auch die Geschwister. Und deshalb denke ich, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Aufgabe. Und wenn ich da bin und sehe so viele junge Gesichter, das ist natürlich für uns was ganz, ganz Tolles. Deshalb wäre es schön, wenn ein paar auf uns zukommen. Wir brauchen auch neue Mitglieder, wir brauchen manchmal auch Hilfe, was IT anbetrifft, was neue Medien anbetrifft, Facebook, Instagram und so weiter. Da sind wir noch gar nicht dabei. Wir haben es jetzt geschafft, nach langem, ich glaube nach über 2 Jahren, ein neuer Internetauftritt mit einem Spendenbutton. Und das sind so Dinge, wo Sie sehen, wie wir uns in vielen Kleinigkeiten unheimlich schwer tun. Wenn uns also jemand von Ihnen unterstützen möchte, helfen möchte, sehr, sehr gerne, kommen Sie auf uns zu. Danke. Thank you.